Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, gespielte Hände nochmal anzuschauen oder sogar runterzuladen? Und gibt es eigentlich auch Statistiken über meine gespielten Turniere? Das und viele weitere Fragen werde ich euch im heutigen Tutorial zu dem Tool PokerCraft erklären. Als allererstes solltet ihr euch in eure Pokersoftware einloggen und dann unten in der Leiste auf PokerCraft klicken. Dann sollte sich eine Website öffnen und ihr solltet auf dieser Seite rauskommen. Eure Timeline bzw. Zeitlinie zeigt euch eigentlich nur eure letzten Caches oder monatlichen Aktionen an. Falls ihr das am Tisch vergessen habt, könnt ihr im Nachhinein, voraussichtlich natürlich, ihr habt euch den Namen des Spielers gemerkt, zu diesem Spieler sogar noch Notizen schreiben. Die nächsten Punkte sind eigentlich alle das gleiche, nämlich unterschiedliche Poker-Varianten, die ihr bei GG Poker spielen könnt, um euch hier dann Statistiken anzeigen zu lassen. Ich zeige euch das jetzt anhand meiner Turniere, da ich am meisten Turniere spiele. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel nach einem bestimmten Datum zu filtern oder nur die Turniere anzeigen zu lassen, bei denen ihr im Geld wart. Das Tolle hierbei ist, dass ihr euch im Nachhinein von jedem gespielten Turnier die Spielverläufe anzeigen lassen könnt. Hierfür müsst ihr nur auf diesen Haken klicken, links von dem jeweiligen Turnier. Dann auf Spielverläufe und zack, werden euch alle Hände angezeigt. Hier könnt ihr noch die Reihen auswählen, dass ihr mehr auf einmal anschauen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf diese Hand, die ihr auch angezeigt wird, Ass 10 mit Ass in Herz und 10 in Herz, auf das Replay klickt, öffnet sich ein kleines Videofenster, in dem als Replayer die gespielte Hand nochmal angezeigt wird. In diesem Fall sind wir all in gegangen, haben einen Call bekommen und sind rausgeflogen. Und genau das könnt ihr mit jeder Hand in diesem gespielten Turnier oder in anderen gespielten Turnieren machen. Natürlich, wie ihr seht, könnt ihr euch auch ein Chip-Diagramm anzeigen lassen und eine Turnierinfo geben lassen. Wer am Ende das Turnier gewonnen hat, wie viel es dafür gab, wie viel im Preispool war und was natürlich auch eure Position war. Kommen wir jetzt aber wahrscheinlich zu dem wichtigsten Punkt, nämlich dem Herunterladen eurer Hände, damit ihr diese zum Beispiel in den Poker-Tracker einpflegen könnt. Hierfür gebt ihr oben ein bestimmtes Datum ein, wie zum Beispiel eine benutzerdefinierte Auswahl. Ich wähle mir jetzt zum Beispiel alle Turniere im August aus, vom 1. bis zum 26. Lasst diese anzeigen und dann kann ich hier oben rechts auf den Haken klicken und somit alle Turniere markieren, in der Zahl 316. Jetzt kann ich sogar alle diese Turniere gleichzeitig herunterladen, indem ich oben rechts auf Herunterladen der 13.000 Spielverläufe sind das, also 13.000 Hände in diesen 316 Turnieren, draufklicke, dann öffnet sich ein separates Downloadfenster. Das lädt dann einen kurzen Moment. Und wenn das fertig runtergeladen hat, wird mir hier oben der Ordner angezeigt unter Downloads, dass der fertig ist. Und dann kann ich aus diesem Ordner heraus die Turniere wiederum in PokerTracker oder andere Tools reinladen. Das war es auch schon mit den wichtigsten Funktionen von PokerCraft. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich auf euch im nächsten Video.